Ja, willkommen zurück zu Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir ja zum einen hier ringsrum den Dreck weggemacht, also die Erde weggemacht, die ich ja gesetzt hatte, damit wir nicht runterfallen, wenn wir das Dach draufziehen. Und dann haben wir auch hier in der ersten Etage die Fenster platziert, sodass jetzt auch die oberste Etage ja abgesichert ist, so dass man nicht mehr rausplumpsen kann. Als nächstes wollte ich dann hier noch eine Kleinigkeit was am Dach dran setzen. Ja, und ich guck dann, was ich dann als nächstes tue. Vielleicht fange ich dann schon in der unteren Etage an, so ein bisschen mein Haus richtig zu gestalten. Ja, aber erstmal hole ich jetzt das, was ich brauche. Und zwar brauche ich da, ich glaube, ich werde da Birkenholz nehmen, weil das habe ich am wenigsten genommen. Achso, ja, das Glas sollte ich auch wieder an Ort und Stelle setzen. Ein paar haben wir ja verbraucht. Die muss ich dann irgendwann mal zurückholen. Rosa, rosa. Also wiederherstellen. Aber das ist dann irgendwie kein Problem, weil ich muss nicht, wer weiß wie, weit laufen, um an Sand ranzukommen. Ist das richtig hellgrau? Nee, siehst du. Zack. So. Ja, dann noch das Glas dazu. Kommt dahin. Ja, hier hätten wir ja auch den Sand, könnte ich ja mal durchaus reinknallen, weil wir müssen oder nee, tun wir so schwarz könnten wir, oder wir nehmen doch das Glas, weil ich sehe wir brauchen ja gelb, hellblau, magenta, orange, weiß. Da muss ich also noch brennen. Dann knall ich eben den Sand in den Ofen. Ach, hier haben wir noch die Ziegel drin. So, dann kann das rutscheln. Dann mache ich mir jetzt daraus Holz und wiederum. Nee, wir können erstmal gucken. So. Habe ich irgendwo schon. Ja, da können wir die schon mal mit verbraten. Okay. So. Jetzt kommt das so. Weil wir werden da höchstwahrscheinlich paar dieser Dinger schon brauchen. So, dann mache ich daraus ein paar Stickies schon mal. So, mal sehen, wie weit wir damit kommen schon mal. So. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Wie schön. So. Wie weit ist es denn? Ja. Dann gehe ich halt eben. Ach ja, hier kann ich ja auch
eigentlich. Naja, muss nicht unbedingt. Ne, hätte ja sein können, dass ich da Scheiben reinsetze, aber ich glaube nicht, dass uns da ein Skelett unbedingt trifft. Ups. So, dann brauche ich auch wird mal Erde. So, schwarzes Glas haben wir, ja. So, und zwar knall ich jetzt mal hier so und dann sieht ein bisschen komisch aus. Hallo Creeper. Aber der läuft in eine andere Richtung. Gut. Nee, dann lasse ich das mal. Ich hatte vorgehabt, so andeutungsweise eine, ja, so eine Dachrinne zu machen, aber lassen wir das mal. Dann machen wir halt hier lieber hier Stützpfeiler dran. So. Weil dann sieht das nicht so ganz komisch aus. So. Ja, doch. Die kleine Villa Kunterbunt. So, dann könnten wir eigentlich, stapeln wir uns mal eben hier nach oben. Ist ja gleich wieder abgebaut. Dann ziehen wir jetzt hier einen Zaun. So. Da kann die Erde dann schon wieder weg. Okay. Ja, jetzt muss ich da nur noch Fackeln oben dran setzen. So, wie sieht das denn aus? So, dann machen wir noch drei Gatters, also Zauntüren. So. Und wieder bleibt ein übrig. Daraus machen wir dann jetzt eben eine Fackel, beziehungsweise vier. So. Dann setzen wir jetzt die Gatter. Also erstmal natürlich weiter die Zäune. So. Erstmal so setzen. Okay.
Da. Ups. Kann schon mal ein Gatter hin. Da müsste ich noch zwei machen. Achso, ich habe ja hier. So. So. Machen wir ein paar Stickies. So. Und dann kann nämlich da weg, ups, da weg, dann auch hier, da. So, platsch, 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 so. Dann verlege ich hier einfach. Komm her, alles mir. Batsch. So. YouTube, dann kann Fackel, 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 Fackel. Fackel. So. So. Schön. Erstmal. Ja. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am besten? So, ich könnte ja erstmal schon mal einmal das machen und unten gucken, ob die ja sind durch. Dann können wir auch gucken. Also weiß, orange, magenta, hellblau, gelb. So, also weiß, magenta, hellblau. Weiß, orange, magenta, hellblau, gelb, gut. Machen wir eben die Glasscheiben. Das sind 1, 2, 3, 4. Ah, wir haben nicht genug
Naja, gut. Dann können wir immerhin schon mal 3 einfärben. So, machen wir daraus jetzt schon mal Scheiben. Zack. 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 Ja, da müssen wir noch Orange und Gelb halt machen. Setze ich mal hier als Lückenfüller dazu. Und wir tun das eine da so hin. Und hier fehlt ganz Rot. Rot. Achso. Haben wir ja im Inventar. Mali. So, jetzt fehlt nichts mehr. So, dann tun wir wieder Futter. So, okay. Ja, ich mache mir jetzt dann Gedanken, wie ich dann jetzt hier weiterverfahren will. Und ja, dann werden wir im nächsten Part uns um die Inneneinrichtung kümmern. Ja, damit die Räume nicht mehr ganz so leer sind. Ja. Dann beende ich jetzt diesen Part. Wie gesagt, ich mache mir jetzt ein paar Gedanken, mache mir vielleicht auch Notizen, wie ich das machen will. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß, was du auch immer tust. Und ja, ich hoffe, dass die Jungs und ich mal wirklich bald einen gemeinsamen Termin finden. Weil immer so ganz alleine hier rumzuhängen, ist auch ein bisschen, ja, still, sage ich mal. Naja. Auf jeden Fall. Bis denne dann. Tschüss.